Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Microsoft Flugsimulator 2020 mit Neofly 4. Die letzte Folge war unsere große Jubiläumsfolge 100 und jetzt sind wir auf der 101 und bewegen uns von einem innerdeutschen Großflughafen zum nächsten. Wir starten in dieser Folge in Berlin-Brandenburg und werden in Dresden landen. Echo Delta Delta Charlie. Bevor es losgeht, nochmal ein Hinweis. Noch läuft das Gewinnspiel zur Folge 100. Wie ihr teilnehmen könnt, das erfahrt ihr in den ersten Minuten des Videos mit der Folge 100 zu Neofly. Da könnt ihr dann noch teilnehmen und in der nächsten Folge ziehen wir dann hier gemeinsam in Anführungsstrichen live den Gewinner und dann werde ich mich mit demjenigen auseinandersetzen, damit der dann auch natürlich seinen Gutschein bekommt. Der oder die, selbstverständlich. Laut Statistik aber wahrscheinlich eher der. Okay, in der 100 haben ich zwischen den Fliegern mal ein paar neue Aufträge verteilt. Und zwar diese Passagieraufträge sind deutlich besser geeignet, weil wir da viel mehr Sprit mitnehmen können. Sprit ist aber genau das Thema. Jetzt habe ich hier leider einmal drauf geklickt. Ist nie eine gute Idee bei Neofly Sachen klicken. Ich habe das Problem mit der 787-900 nicht lösen können. Ich habe mal ein Backup gemacht und statt der Version mit den Rolls-Royce-Triebwerken eine Version mit den General Electric-Triebwerken gekauft. Und die hat genau das gleiche Problem. Also wir können das Flugzeug nicht voll tanken, beziehungsweise wir können es nicht mal halb voll tanken, ohne dass wir in den Overload gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das so nicht sein kann. Also tanken sollte man so einen Flieger ja auf jeden Fall können. Jetzt habe ich wirklich hier jeden oben einmal angeklickt. Unglaublich. Nun komm. Ich will euch das noch einmal zeigen, ganz schnell. So, jetzt aber. Also wir haben folgendes Problem. Schaut mal hier unten. Wenn ich jetzt tanke. So, jetzt funktioniert es überhaupt nicht. So, das muss ich ja aktualisieren. Schaut mal, ich tanke jetzt mal ein bisschen was ein. Dann werdet ihr sehen, springt das hier hoch. Das heißt, ich kann ungefähr ziemlich genau für die Hälfte tanken. Jetzt sind wir schon im Overload. Und der Tank ist aber viel größer. Können ja mal die Hülle reparieren. Und den Motor reparieren. Das wird aber daran nichts ändern. Tja, und das bedeutet ganz einfach, dass wir so richtig lange Strecken mit dem Flieger nicht machen können. Falls ihr dafür eine Lösung kennt, schreibt es mir bitte sehr gerne mal in die Kommentare, damit ich da entsprechend korrigieren kann. Sonst würde ich mich nochmal in den Neofly Discord wenden, aber ich habe da ja bisher nicht viel Infos, beziehungsweise lassen wir das. Okay, also wir machen es wie immer. Ich werde jetzt gleich die AI-Piloten losschicken. Wir sind bei 32 Millionen und ja, demnächst dann bei nur noch ungefähr 1000 XP bis zum nächsten Rang. Der nächste Rang ist dann Senior Captain, wird uns die Airline Missions freischalten. Das finde ich sehr gut, da freue ich mich drauf und die schicke ich wie immer zu ihren bekannten Zielen und danach gucken wir uns an, was wir im Markt mitnehmen können, planen die Route und los geht's. Also, bis gleich. Okidoki, alles erledigt. Durch die Passagiermissionen kann man auf jeden Fall immer komplett voll tanken und die Chance, dass die DC-3s dann von alleine wieder zurückfliegen, ist bei mir zumindest extrem hoch. Das ist sehr angenehm, dafür lasse ich das Programm aber tatsächlich immer geöffnet, weil ich nicht weiß, ob das auch komplett funktioniert, wenn die Programme oder wenn das Programm selber nicht offen ist. Eine Mission nach Dresden gibt es leider nicht. Wir können mal sortieren nach Echo Delta. Delta. Wir hätten hier eine zurück nach Hannover. Aber nach I ist lustig. Das ist Tempelhof. Gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Und dann ist es aber nach Charlie ist halt nichts dabei. Also gucken wir, ob wir was mitnehmen können. Ich habe es hier schon mal eingegeben. Von Bravo nach Charlie. Ja, Fuel würde sich lohnen, ist aber zerbrechlich und ich will heute unbedingt mal selber landen, also lasse ich das lieber. Haha. Dann habe ich mir überlegt, den ganzen Flieger mal voller Fisch laden, auf jeden Fall. Können wir aber nicht, sondern wir können im Grunde, ja, das ist, was stimmt denn jetzt hier nicht? Jetzt haben wir hier 32, so 32. Jetzt funktioniert es. Doch, dann können wir doch den ganzen Flieger. 100 Fische, kriegen wir die hier auch los? Ja, dann nehmen wir Fisch mit.
Dann nehmen wir noch Klamotten mit. Bis wir dann... Kriegen wir die auch alle los? Sekunde. Nee, wir kriegen nur 420 los. Dann nehme ich mal 420 mit. 410, nicht, dass da irgendwas noch passiert im Hintergrund. Dann haben wir Fisch und Klamotten. Freuen sich die, die Klamotten kriegen, aber... Freuen sich. Und der Rest passt. Okay, schade. Also wenn wir die Maschine wirklich vernünftig beladen könnten, dann hätten wir hier alles mitnehmen können, glaube ich. Das Geld hätten wir auch gehabt. Ja, wie gesagt, falls jemand von euch weiß, wie man das beheben kann, schreibt mir bitte, würde ich mich total darüber freuen. Gut, das hätten wir. Dann rein in den Flugsimulator. Ich habe die Strecke mit Simbrief geplant und hier schon mal in den Simulator geladen. Ich werde, da ich leider weiterhin starke Performance-Probleme mit FSHUD habe, bin aber dran und versuche bzw. das zu lösen, habe auch schon so einen kleinen Workaround gefunden, der ist aber noch nicht ganz zu meiner Zufriedenheit. Also ich gehe im Moment davon aus, dass wir im nächsten Flug dann FSHUD wieder mit benutzen. Jetzt werden wir es mit der In-Game-ATC machen, das geht auch, deswegen der Plan reingeladen. Und ich würde sagen, wir beamen uns einfach mal. Ich habe genommen als Gate B14, das müsste normalerweise unter dem Schriftzug, den Namensschriftzug sein. Und dann legen wir einfach mal los. So, Berlin-Brandenburg. Hat einen Moment gedauert, der Airport. Ah, ach, hier ist diese Lichterkette wieder. Ja, unser Dreamliner. Sehr, sehr, sehr schönes Flugzeug. Und als allererstes gucke ich mal hier rein. Und muss dann natürlich, wie immer, perfekt vorbereitet, den Injektor starten. Hoppla, da musste ich niesen. Sorry. So. Hier wird alles reingeladen. Neben uns steht eine KLM. Swiss, Lufthansa, noch eine Swiss. Lustig, habt ihr das gehört? Komisches Geräusch. Berlin-Brandenburg, Willy Brandt. Super. Super, super, super. Hier steht noch eine Austrian, ist das, glaube ich, und so weiter und so fort. Dann checke ich mal als erstes. Ja, Zuladung passt, das ist in Ordnung. Dann wähle ich mal den richtigen Flieger aus. Overhead Panel. Und dann geht als erstes mal die Batterie an. Dann NAV an, Logo an. Können wir mal testen. Nee, können wir leider nicht. Stimmt. Dann passt das auch. External Power könnten wir jetzt drauf geben. Oder ich starte direkt die APU. Und das geht hier so schnell. Also starte ich direkt die APU. Dann brauchen wir uns da gar nicht mit beschäftigen in der Zeit. Gucken wir uns mal das Cockpit an. Ich habe die neuen Cockpit-Grafiken, Designs, was auch immer, geladen aus dem Headwind. Also ein paar Nuancen sind drin. Jetzt ist natürlich immer schwierig, so einen Vorher-Nachher-Vergleich zu machen. Ja, das ist hier alles ein bisschen abgenutzt. Also könnt ihr euch kostenlos runterladen über den Headwind Installer. Und das beeinflusst anscheinend sowohl die Texturen. Ja gut, hier sind die Knöpfe. Doch, doch, das sieht man schon so ein bisschen. Hier so ein bisschen abgenutzt. Finde ich abgenutzt jetzt gut, ist die Frage. Hier so ein bisschen ist alles nicht so perfekt, nicht so steril. Ja, hier. Also beim Fly-by-Wire ist es mir deutlich krasser aufgefallen, aber hier sind schon so ein paar Sachen zu sehen. Ja, stimmt. Stimmt. Dann wieder ins Overhead und die Pack Switches on. Und die IRS. Zack, zack. So, das sind erstmal die wesentlichen Dinge, die wir machen müssen, bevor wir uns mit der MCDU beschäftigen. Oder in dem Fall ist das ja das FMC, Flight Management Computer. POS init. So, GPS POS. Set initial POS. Ist das hier auch reinsetzen? Nee.
Referenz-Airport könnten wir theoretisch machen, brauchen wir aber nicht, glaube ich. Mach ich mal trotzdem. Stimmt auch nahezu mit dem überein. Passt. Dann Route. Und dann machen wir hier Request. Request sent. Und jetzt fragt er uns, ein Plan ist ready to load. Wir laden. Und EDDB nach EDDC. Mr. McCracken Route 2. Das ist in Ordnung. Jetzt muss ich mal, ich schon wieder nur so mittelmäßig vorbereitet. Sekunde bitte. So, Runway 25 left. Gut. Das haben wir drin. Normalerweise machen wir jetzt erstmal Execute. In der 737 kann ich dann sogar direkt die Gewichte und das Fuel übernehmen. Aber gut, ist nicht schlimm. Dann Departure and Arrival. Runway 25 left. War schon vorausgewählt. Luke, ich habe gewählt, jetzt wieder angewählt. Und wir gehen über Luru 1 November raus. Luru 1 November. Execute. Und Arrival über die Tütü. Und dann ist das tatsächlich direct. Wir fliegen nach Garki und dann direct. Auch keine Trends? Nee, direct. Okay. Gucken uns das mal an. Das sieht natürlich stark aus hier. Das finde ich cool. So, kriegen wir das hin? In der Sicht, jawohl. Plan. Ach so, Moment. Ich muss das erstmal. Zack. So, Plan. Also, da ist schon. Da geht's dann los. Lex. Step. Wir steppen hier so rum. Dann runter. Hier ist eine Discontinuity drin. Also mache ich CF auf den, zack, execute, dann ist die geschlossen, step, step, step und dann direkt auf die Tutu. Ja, ist ja Wahnsinn, besser geht's ja gar nicht. Map Center, Destination, Cursor, Constraints on, Quest Item is not in Database. Aha, Entschuldigung. Gut, das haben wir geprüft, also zurück auf Map und vor allem ein bisschen näher ran. Hier ist ja dann die 25 left, das heißt, wir werden hier das kurze Stück taxien und dann hier rausgehen. Super. Zurück zur MCDU. Beziehungsweise FMC. Falscher Knopf. So. Init Reference. Dann gucken wir mal. Also. Zero Fuel Weight holt er sich so. Reserve machen wir mal 3 Tonnen hier. Das ist doch, das reicht völlig aus. Kostindex 59. Flight Level 1 dann 190. Das passt auch alles. Thrust Limits. Wir müssten ja eigentlich. Na, wir wiegen überhaupt nichts. Wir wiegen wirklich überhaupt nichts. Ich verstehe das nicht, warum das nicht passt. Aber dann können wir hier einen Takeoff und einen Climb können wir machen. Jetzt eine Flex Temperature. Gut, müsste ich ja wahrscheinlich. Und mal gucken. Performance Airport. Airport Info. Copy FMC Data. Ja. Okay, dann müssten wir Folgendes wissen. Wir haben Conditions Dry Wind. Gebe ich das jetzt ein mit der Tastatur. 150 schräger 8. Outside Air Temperature minus 2.
QH 1026 minus 20 wir nehmen 5 Anti-Ice off calculate. Labs 5. So, Select Temperatur 57. Zack. Das ist auch alles okay. Labs 5. Center of Gravity machst du selber. 145, 149, 157. Stimmt überein? Perfekt. Perfekt. Gut, das war's schon. Dann gucken wir mal hier auf die. Dann gehen wir hier wieder raus. Wir kommen hier wieder raus. Menü. Doors. Ist hier was offen? Nee. Okay, das. Ach so, das sind die, die ich öffnen kann. Die sind so. Ich dachte, die sind offen. Nee, alles klar. M steht für Armed. Ich weiß es nicht. Initialized Flight. Bin ich da mal drauf? Eine gute Idee, ne? Keine gute Idee. So. Overhead. So, jetzt gucken wir erstmal. Wir müssen, glaube ich, hier oben anfangen. Flight Director Door Power On. Emergency Lights. Da muss ich immer so ein bisschen. Armed. Und dann machen wir den zu. Gut. Window Heat. Zip, 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 zip. Haben wir auch. Wing und Engine Anti-Ice brauchen wir eigentlich nicht. Können wir mal weglassen. Oder? Wie ist das Wetter? Ja, machen wir an, wenn wir es brauchen. Set Altimeter. Schon Spaß mit unserem kleinen Fliegerchen hier. Kleinen Anführungsstrichen. Was habe ich gerade gesagt? 1026. Zip, 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 zip. So, dann holen wir uns mal eine Clearance. Kann nebenbei passieren. Flight Director on. Hier steht Toga Toga, das ist in Ordnung. Auto Throttle Arm Switches. Können wir schon mal anmachen. Wir müssen irgendwas readen, ne? Krakenair 002, cleared to Dresden Airport as filed. Take off runway 25 left climb and maintain 8000 feet. Reselect Elna Wienerf. Geschwindigkeit mache ich mal. Wir sind sehr leicht, der soll direkt auf 200 durchgehen. Und 250. Zack, passt auch. Heading Bug, alles gut. Autobrake, Rejected Takeoff. Speed Brake Lever ist down. Thrust Lever. Passen auch. Buggy Brakes is set. Transponder. 0737. Auch in Ordnung. Können wir so lassen. Und Tikas is above. Das müssen wir dann nachher umstellen. Okay, alles klar. Okay, okay. So, APU verify on. External power verify off. Das haben wir alles gemacht. Sein Seatbelts gehen auf Auto. Naja, wir lassen das mal an. Sind zwar nicht die richtigen Ansagen, aber dann haben wir uns die aus dem Internet geklaut. Bei der Lufthansa.
So. Zack, 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 zack. Die alle an. Die sind an, die gehen alle auf Auto. Fuel-Pumps sind an. Stabilizer Trim. Muss 8,5 sein. Nee, 6, ich kann die Kamera nicht richtig bewegen. 6,5. Mhm. Bieten. Zack. Transponder-Mode haben wir gecheckt. Dann. Holen wir uns mal. Achso, wann holen wir uns denn jetzt die Taxifreigabe? Wir holen sie uns jetzt hier. Berlin Ground. Taxi einfach. Cool, 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 cool. Dann wollen wir mal schauen. Das kommt auch jedes Mal. Ich weiß nicht, wann man das mal mitmachen kann. So. So, wir sollen über Victor 2. Okay, das war erstmal zu erwarten. Alpha, also ganz durch und dann den Alpha und dann Mike Niner, also den hinteren. Also durch sozusagen. Kriegen wir hin. Kriegen wir das auch weg? Hä? Dismiss. Und weg. Super. Dann pushen. Oder nicht? Wir machen schon mal einen Triebwerk an. Das Engine Anti Ice hier. Wir fangen mit dem rechten an. So wie ich das verstanden habe, weil die 787 kein Bleed-System hat, kann man tatsächlich beide Triebwerke gleichzeitig anlassen. Das hätte ich jetzt noch nicht machen dürfen, sondern erst wenn hier die gewisse, dass ich stabilisiert habe. Jetzt ist es so. So, Shift P. Jetzt funktioniert's. Okay, warum auch immer. Gucken uns nochmal um. Da hinten steht noch der Kollege Lufthans. Hier ist ganz schön was los an den Außenpositionen. Wieso überhaupt, ne? Wenn hier alles frei ist. Ist aber, glaube ich, auch irgendwas Geldtechnisches. Zahlt man, glaube ich, dann weniger für, aus irgendwelchen Gründen. Okay, ich guck mal auf die Uhr. Tatsächlich fast 30 Minuten jetzt von der Begrüßung bis zum Triebwerk anlassen. Was habe ich vergessen? Die Fuel Pumps. Hahaha. Abbremse geht raus. Wir lassen uns zurückpushen. Ja, Fuel Pumps. Das ist alle paar Starts macht man das mal so. Das reinigt die Triebwerke. Viele wissen das nicht. Ich vor kurzem wusste das auch noch nicht. Ich habe das jetzt aber gelernt. Macht das jetzt auch. Klar, muss man sich halten. Sich extrem dran halten. Okay, Spaß beiseite. Hier ist unser Weg. Das finde ich auf diesen riesen Displays sowas von cool. Das gefällt mir richtig gut. Alles klar. Dann... Engine Number One.
Hier ist Victor 2, hier ist Victor 1, also ganz so weit brauchen wir uns gar nicht zurückpushen lassen. Fuel Control auf Run. Ein bisschen noch. Und dann. Shift P, Parkbremse geht rein. Ein schön dumpfes Brummen. Kann mal sauer machen, den Flieger hier. Machen wir schon ganz neu. So, Running wird angezeigt. Dann können wir wieder ins Overhead gehen. Und machen die... Musste ich mal gucken. APU auf jeden Fall aus. Flaps gehen auf 5. Muss ich auch noch mal gucken. Flaps auf 5. Taxi Lights. Und Runway Turn Lights machen wir auch mit an. Dann haben wir das schon mal erledigt. Hier ist auch alles richtig eingestellt. Das ist gearmt, das passt auch. Ich würde sagen, wir können los. Parkbremse geht raus. Parkbremse geht wieder rein. Kurze Frage. Ja, Vorsicht, das ist mein... Das... Ja, also... Da ist mein, also, Gut, ich versuch's nochmal. Parkbremse geht raus. Leichter Schub. Jetzt dürfen wir dann auch. Was genau das war? I don't know. Okay, los geht's. Ganz kurzer Flug. Tatsächlich nur. Herzlich willkommen. Bienvenidos. Ni hao. Namaskar. Benvenuti. Yokoso. Ahlan wa marhaban bikum. Ground Speed. Sind wir jetzt bei 15? Ah, der ist hier zu sehen. Im Namen Ihrer heutigen Lufthansa Crew möchten wir Sie bitten. Und dann nicht über Echo, nicht über Bravo, sondern über Alpha. Das hier wäre Bravo. Wir sind auf Victor 2. Entry Sounds. Passt. Bitte schenken Sie uns jetzt Ihre Aufmerksamkeit. I know it's going to be a good day when my favorite pilot is working. Wenn Sie etwas in die Fächer über den Sitzen verstauen, achten Sie darauf, dass es nicht. Ready for engine start. Bitte vergewissern Sie sich, dass schweres Handgepäck sicher ist. You're good to go. Contact the tower for clearance. Machen wir. Wir bitten Sie jetzt, Ihren Sicherheitsgurt zu schließen und festzuziehen. Um sich wieder loszuschnallen, brauchen Sie den Verschluss des Gurtes nur anzuhalten. Gut, also hier auf den langen Geraden kann man ruhig auch mal ein bisschen schneller fahren. Irgendwas so um die 20 Knoten. Die Flügel sehen einfach so, so cool nach hinten gezogen aus. Finde ich richtig stark. Ja, und dann werden wir relativ schnell und viel zu tun haben an Bord. So, 19, das ist okay. Wir werden uns auf die Landung vorbereiten müssen. Wir müssen uns die Frequenzen raussuchen, das alles richtig eingeben. Das wird dann relativ zügig so stressig werden. Schauen wir mal. Gucken, ob ich überhaupt cutten kann.
und will. Na? Will ich das? Wer weiß. So, Flaps sind gesetzt, der Rest passt auch. Groundspeed 23, nimm Schub raus. Und dann sollen wir den hinteren nehmen. Halte ich jetzt für überflüssig, aber ja. Leichtes Anbremsen. Lässt sich aber ganz gut steuern, die 787. Wie gesagt, ich bin total happy mit dem Flieger, auch mit der Entscheidung hier in Neofly damit ein bisschen rumzufliegen. Allerdings, das mit der Zuladung ist nervig. Jetzt so für die kurzen Flüge spielt es keine Rolle, Geld verdienen unsere AI-Piloten. Aber, so da vorne stehen bleiben wäre eigentlich gut gewesen, aber gut, wir halten hier an. Kriegen wir eine Take-Off-Clearance, bitte. So, dann. Welche Geräte Sie dann benutzen dürfen, entnehmen Sie bitte den Informationen im Lufthansa-Magazin. Landing Lights on. Strobes on. Die Rücken in Ihre Sitze senkrecht zu stellen und die Tische zurückzuklappen. Wir hoffen, dass Sie sich mittlerweile als Verborte wohl fühlen und genießen Sie den Flug mit uns. Dankeschön. Hier. Terra. Das war's. Okay. Ich roll jetzt noch einmal drauf kurz. Das kann aus. Es geht raus. Ich erkläre noch einmal, was jetzt gleich passiert. Ich werde also nicht anhalten. Wir rollen jetzt langsam rauf. Dann werde ich den Schubhebel nach vorne drücken und werde dann den Auto Thrust Mode aktivieren. Und ab da übernimmt dann quasi unser Flugzeug. Man sieht das bei Boeing auch schön, wie sich die Hebel bewegen im Gegensatz zu Airbus. Okay, so, wir sind sicher drauf. Das passt. Dann Hebel nach vorne. Autothrust. Sicht Reset. Und los. So, er beschleunigt relativ verhalten. Wir haben 20% Thrust Reduction drauf. Any Nuts. We won. Rotate. Ja, er meckert wegen der Checkliste. Positive Climb. Gear up. Autopilot engaged. So, wir können hier ein bisschen rauszoomen. 220. Klappen gehen rein. Jo, sorry. Lass mich doch antworten. Ja, ich würde gerne die After-Take-Off-Checklist lesen, aber ich will hier auch nicht reinquatschen. Gut, das passt. DB 262, 261, dann 262, hier drehen wir uns.
Jawohl, machen wir. Lass mich zwischen. Gut, dann, after takeoff checklist, landing gear up, laps up, engine anti-ice as required, auto brake off, transponder mode TARA, landing lights bei 10.000. Ah, können wir jetzt ausmachen. Das war für uns, ne? One-Niner. Zack. Sehr schön. Ich wollte noch zu Ende lesen. Altimeter Standard. Das passt auch. Dann After Takeoff Checklist complete. Hier ist der Flughafen. Sehr schön. Okay, dann beschäftige ich mich tatsächlich jetzt schon mal mit den Descent Preparations, was wir dafür machen müssen. Der Kapitän hat die Gurtzeichen ausgeschaltet. Ah ja. Sie können nun Ihren Sicherheitsgurt lösen. Steht ja auf Auto. Ihren Gurt während des gesamten Fluges geschlossen zu halten. The captain has turned off the seatbelt. Time. You may now take off your seatbelt, but we encourage you to remain seated with your seatbelt. So, was mich jetzt nochmal interessieren würde, wäre Wetterradar dürfte nicht funktionieren. Traffic dürfte funktionieren. Terrain dürfte eigentlich auch funktionieren. Sehe ich jetzt aber auch gerade nichts, okay. Ist jetzt ganz ausgemacht? Ja. Nur ein bisschen leiser machen. Okay, also dann Descent Preparations. Wir kümmern uns jetzt schon mal darum. Oder kann ich das noch nicht während des... Da muss ich hier auf Approach gehen. Dann können wir ihm hier schon mal sagen 30 schräger 5. 25 left ist richtig. 4000 Meter. Nee, das ist ja noch Berlin. Ja, da sind wir wahrscheinlich, weil wir noch nicht richtig hier weg sind, ne? Ist wahrscheinlich auch noch ein kleines bisschen früh. Wir gucken uns mal die ganze Strecke an. Aber es ist natürlich nicht so viel, ne? Wir drehen jetzt hier noch rein und dann gehen wir hier schon wieder runter. Wo ist denn Top of Descent? Hier ist Top of Climb. Vor der Kurve sind wir oben und nach der Kurve sind wir wieder unten. Macht ja alles überhaupt keinen Sinn. Jetzt wird erstmal durchbeschleunigt. So, das ist die Warnung hier. Das habe ich beim letzten Mal schon erzählt. Checklist incomplete norm. Wing anti-ice off. Das müssten wir wahrscheinlich mal auf Auto stellen, wa? Auto, Auto, Auto. Dann hört er da auch auf zu meckern. Und das Checklist kann ich uns hier rausklären, weil ich diese Checkliste, die das Flugzeug... jetzt bei mir machen. Ja, hier, die man hier direkt im Flugzeug abklicken kann, die benutze ich halt nicht. Ich benutze eine auf Papier ausgedruckte Oldschool. Gut, sagte er und überlegte angestrengt, was er machen muss. Genau, jetzt müssen wir noch nach den Radnav. Und dann müssen wir hier unser ILS noch eingeben. Also, dann öffnen wir mal wieder. Das passt. Ist aber sehr laut. Ich mache mal ein bisschen leiser. Wir gehen rein über die Tutu. Zack, zack. Und müssen jetzt ein paar Sachen eingeben. Erstens, wir merken uns. Cut 3. 50. Wie hoch ist denn Dresden? Hier müsste man das sehen. 700.
Ja, dann gehen wir, können wir 810 machen als Minimum. Aber wir machen, das können wir mal, machen wir mal zuerst. Minimum. Dann haben wir schon mal das Barominimum eingedreht. Das ist okay. Wir sind jetzt gleich bei 19.000. Also Flight Level 190. Dann werden wir hier gleich runtergehen müssen. Das heißt, wenn er das jetzt gleich erreicht hat, habe ich noch einen ganz kurzen Moment. Und dann drehe ich uns hier das ein, was wir unten wieder brauchen. Und das ist Interception Altitude von 3000. So, dann das wird er gleich automatisch, da muss man nichts klicken wie bei Airbus, das macht er dann alleine. 109.75. 109.75. Schräger die Richtung 218. Zack. Dann haben wir das auch drin. Und die 109.75 lege ich mir ganz gerne fest auf das zweite VOR. Denn dann habe ich das einerseits hier immer drin, das springt dann nicht hin und her. Zum anderen habe ich hier eine kleine Anzeige unter dem Monitor, auch für NAV 2. Und kann ich mir das dann immer gut anzeigen lassen. So, und ich würde sagen, das war's schon. Wir fangen wieder an zu sinken. Wer weiß, welche groß schneiden, ne? Okay, dann gucken wir uns Dresden mal an. Ich kenne ja Dresden auch nicht. Also, wir kommen rein über die 2-2. Es gibt kein Highspeed. Die Bahn ist 2850 Meter lang. Das ist okay. Im besten Falle gehen wir über Charlie oder Bravo raus. Und hier steht jetzt 704. Hier steht Runway auf 700. Hier steht jetzt Elevation 754. Ah! Oh, die ist nicht gerade. 693 hier und hier 7. Die ist schräg nach oben. Na gut, für uns ja in Ordnung. Wir wollen ja bremsen. Ist das okay? Ist das okay? So, haben wir hier irgendwas verpasst? Ja, naja, ne? Gut, wir sinken schon wieder. Nicht schlimm. Ist ja nicht Watzim, Gott sei Dank. Jetzt wären die wahrscheinlich jetzt auch schon ausgerastet. Okay, also 40 nautische Meilen. Wir sinken jetzt. Dann können wir doch mal einen kleinen Cut machen, würde ich sagen. Und zwar würde ich sagen, komme ich zurück, wenn ich das ILS abfange, oder? So machen wir es. Also, wir gucken unseren Flieger an. Wunderschön, auf dem Weg nach Dresden. Bis gleich. Okay, und dann sind wir kurz vor Dresden. Also, wir haben das ILS in 21,3 nautischen Meilen. Da warte ich noch kurz bis zum Umschalten. Wir sinken weiter bis auf 3000. Das ist auch alles noch. Hier ist unser Glide Slope Indicator. Hier ist unser Localizer Indicator. Da können wir gleich auf mal eigentlich... Wie geht denn das eigentlich bei Boeing? Gibt es da auch nur so einen Localizer-Modus? Der hier wahrscheinlich, ne? Localizer. Ja, das mal gut aus. Dann gucken wir, was wir machen müssen. Also, wir werden mal langsamer. Wir lernen langsamer. Flips 5. Eigentlich auch mal angucken, ne? Ja, fahren so langsam aus. Flaps 15. Und Flaps 20. 18 ist das jetzt erstmal. Das ist erstmal okay. Wir sind noch 17 weg. Das ist auch in Ordnung. Dann schalte ich jetzt mal auf den Approach Mode. Ja, dann Localizer hat er. Glide Slope ist armed. Das ist in Ordnung. Wir werden die Auto Brakes die Speedbrakes armen und die wesentlichen Dinge sind damit eigentlich tatsächlich auch bei diesem Flugzeug schon wieder erledigt.
Hier sehen wir jetzt auch, dass das Terrain on ND funktioniert. Oh, können wir mal einen näher rangehen. Da ist unsere Schwelle. Sehen wir sie schon? Ja, da hinten. Weiß gar nicht, ob so viele 787s in Dresden landen. Würde mich mal interessieren. Aber es ist eigentlich ein großer Flughafen. Ne? Da müsste eigentlich so die Abfertigungsgröße von Hannover haben, würde ich mal vermuten. Können wir mal reingucken. Ob das ja noch auf hier. Dresden hat... ...3,5 Millionen Passagiere im Jahr. Das ist ja gar nicht wenig. Und Hannover... ...10. Oh ja. Hätte ich nicht gedacht. So, was ist hier los? Baro geht auf normal. Schön, wenn du uns nicht umbringst, Autopilot. 1027. Okay, er blinkt. Aber hier ist ja unser Diamant, das müsste also in Ordnung sein. Denke ich mal, wir sind noch 13 entfernt. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit mit dem Gear. Das ist gearmt, das ist okay. Dann mache ich mal TA only. Nicht, dass er uns jetzt hier im Landeanflug irgendwelche Dinge reindrückt. Dann müsste der eigentlich auch langsam runterkommen hier. Jetzt ist der auch wieder da, war also ein Fehler. Wahrscheinlich bedingt durch den Luftdruck. Dresden, sehr schöne Stadt. Florenz an der Elbe, sagt man, glaube ich. Heading. 218 hat er drin. Zeigt er uns noch irgendwas an? Speedbrakes armed. Fuel low center. Okay. Wenn ich die Centerpumpen ausmachen wir. Mach ich mal. Jo. Und der Rest? Soll ich wirklich selber landen? Ja, ne? Wollen wir mal selber landen. Machen wir mal. Wind kommt von schräg vorne, das ist schon mal gut zu wissen. Glideslope kommt jetzt runter. Super. Läuft alles perfekt. Und dann guckt euch mal dieses wunderschöne, ich finde diesen Fischeier sieht es immer nicht so gut aus, aber dieses wunderschöne aufgeräumte Cockpit an. Ich finde auch stark, wie viel Platz hier ist. Das ist echt cool. Das ist jetzt genau dieser More Ride Rudder. Das ist, glaube ich, der Kumpel, der diese neuen Texturen gemacht hat. Pull to rotate, okay. Ja, wie gesagt, also sehen gut aus. Ist alles ein bisschen abgenutzter. Weil es ein bisschen hochauflösender sein. Schwaupelt hier ganz schön hin und her. Wie viel haben wir denn noch? Noch 8,7, dann geht jetzt mal das Fahrwerk raus. Zack. Klappen voll. Speed ist 150 plus 5. Also 155. Passt. Da kommt der Glideslope. Autobrake geht auf 2. Eigentlich jetzt erst die Spoilerarme, wenn das Fahrwerk rausgeht. Und wir haben die Glideslope. Sehr schön. Ja, dann bleibt jetzt eigentlich nicht mehr viel zu machen, außer auf den Wind zu achten. Wisst ihr was? Ich mach's jetzt mal nicht so, dass ich das erst 3 Sekunden vorher ausschalte. Autopilot Disconnect. Dann wollen wir mal. Jetzt achte ich nur mal darauf, ob der Schub bleibt. Woran sehe ich das eigentlich? Vielen Dank.
So, der Diamant geht ein bisschen nach unten weg. Dann folgen wir ihm unauffällig. Bisschen müssen wir nach rechts. Automarker. Autopilot Disconnect wirft eine Warning, okay. Meine Damen und Herren, für die Landung stellen Sie bitte Ihre Sitze senkrecht und klappen Sie die Tische wieder zurück. In First und Business Class vergessen Sie... So, ein Gleitslop passt Localizer nicht so ganz. Was, so weit rechts? Bin ich so weit rechts? Ist mein Gesicht so verschoben? Speed passt auf jeden Fall. So, jetzt holen wir uns zurück. Ja, dann, wessen Stream würde man jetzt wetten? Ich wette auf 280. Also, Landing Rate. Wieder ein bisschen links, das ist der Wind. Also, wir müssen ein bisschen links wegen dem Wind. Ist ja vielleicht auch nicht die beste Perspektive zum Landen. So. Also runter. Hat man von diesen Spielereien. Hand ist am Schubhebel. Continue. Ah, Flair des Todes. Nice landing, Pilot. Reverse. Transporter from dispatch. Clear the runway and taxi to parking. So, Charlie haben wir nicht geschafft, wir nehmen Bravo. Reverse geht raus. Minus 96. Ja. Klappen die rein. Speed brakes disarm. Und dann fahren wir hier mal raus. Tipptopp. Sicherheit noch so lange angeschnallt sitzen zu bleiben, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben und die Anschnallzeichen über Ihnen erloschen sind. Wir möchten uns an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, hoffen, dass Ihnen dieser kurze Flug mit uns gefallen hat und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt bzw. eine angenehme Heim- oder Weiterreise. Einen schönen Abend noch, vielen Dank und auf Wiedersehen. Welcome, ladies and gentlemen. So, und dann halte ich hier mal an. Machen wir erstmal. Zack, 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 zack. So, dann noch die Radare aus Traffic. Das passt. Den drehen wir noch auf Standby. Die Lampen habe ich gerade gemacht. Passt perfekt dann. Parkbremse raus. Leichtes Vorrollen. Ja. So, minus 96. Ja, besser als der Autopilot. Sehr schön. Ja, ich glaube, ich werde dann die Frequenz der Videos ein kleines bisschen erhöhen. Ich glaube, das sind ungefähr 16 Flughäfen, die wir abfliegen müssen. Sonst dauert das ja ein bisschen in den Sommer rein. Gucken wir mal, wo wir uns hier einfachsten hinstellen. Ich würde mal fast behaupten, dass eine 787 nicht so oft nach Dresden kommt. Und dann können wir unseren Kram noch verkaufen. Und einmal noch die Bitte, falls jemand von euch weiß, wie wir das fixen können mit der 787-900 bezüglich der Zuladung und des Tankens. Bitte mal eine Info an mich. Okay, so, nicht zu schnell werden. Dann stelle ich mich da hinten rein.
Größte Flugzeug. Engste Parklücke. Oder wir stellen uns hier so schräg. Das ist doch auch eine gute Idee. Na los. Da auch nochmal nach einer neuen Livery gucken. Ich gehe mal davon aus, wenn so ein großes Flugzeug hierher käme. Oh, da wird gerade die Regional rausgepusht. Sehr cool. Dann würden die das hier auch irgendwie so machen. Stopp. Parkbremse geht rein. Und dann noch die Lichter wieder aus. Sehr schön. Und Fuel. Okay, gut. Rented Aircraft costs 27.000. Sehr schön. Dann gehen wir rüber. Hier muss ich klicken. Und jetzt können wir Fisch verkaufen. Und Closes verkaufen. Ja, und wie viel Geld wir jetzt wirklich gemacht haben, weiß ich gar nicht. Aber ich gehe stark davon aus, wir haben zumindest unsere Spritkosten gedeckt. Okay, zurück in den Flugsimulator. Wie immer. Ein Blick auf den Flughafen. Für Dresden habe ich auch keine Premium-Szenerie. Ich weiß auch gar nicht, ob es eine gibt. Nochmal der Aufruf an alle, die noch nicht am Gewinnspiel der Folge 100 mitgemacht haben. Guckt nochmal rein in die Folge 100. Was da zu tun ist und macht noch schnell mit. Und zur 102 werden wir dann auslosen und entsprechend den Gewinner küren und ziehen und hier natürlich im Video live verkünden. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.